Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Videosequenz zur ästhetischen Beinverlängerung. Ich würde gerne heute auf das Grundkonzept einer Beinverlängerung noch mal ein bisschen näher eingehen. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass ich die Beinverlängerung einfach in gewisse Teile oder Teilbereiche unterscheidet und dass man diese Teilbereiche auch separat voneinander betrachtet und auch versteht. Vom Grundgedanken her ist es ja folgendermaßen. Sie haben die OP oder das Implantat. Das Implantat ist dazu da, um die Grundvoraussetzung erstmal zu schaffen, dass Sie verlängern können. Sie verlängern ja mit dem Implantat auch nur den Knochen. Das heißt, das Implantat soll den Knochen in drei Ebenen stabilisieren und die genaue Verlängerungsgeschwindigkeit gewährleisten. So, das heißt, wenn Sie jetzt auf der einen Seite das Implantat haben, das im Knochen steckt. Wir haben hier eine Ausgangslänge und diese Ausgangslänge vom Knochen soll verlängert werden. Das ist ja die Grundidee. Dann haben Sie aber nicht nur das Implantat und den Knochen, sondern der Knochen, wenn Sie das von der Draufsicht sehen, hier ist der Femur zum Beispiel, das hier ist der Oberschenkel, haben Sie ja eine ganze Menge Weichteilgewebe außenrum. Sehr, sehr viel Muskeln, Sehnen, Nervengefäße. Die ganzen Strukturen müssen ja schlussendlich auch verlängert werden. Es ist ja nicht so, dass Sie das Bein in einer Ebene durchschneiden und dann den Knochen und sämtliche Strukturen verlängern und dann irgendwie wieder zusammennähen, sondern das ist ja ein dynamischer Prozess. Das heißt, wir gewährleisten mit dem Device, das heißt mit dem Distraktionsnagel, lediglich die Verlängerung des Knochens. Die Verlängerung sämtlicher anderer Strukturen, das müssen Sie machen. Und zwar während der gesamten Verlängerungsphase und, das ist fast wichtiger, gleich auf mit der Verlängerung des Knochens. Das heißt, wenn Sie jetzt Ihre Grundgröße oder Ihre Ausgangsgröße die Länge vom Knochen haben, dann ist die muskuläre Länge immer so ein bisschen mehr. Ich schreibe das so oder ich male das immer so ein bisschen länger auf, weil Sie haben eine gewisse Reserveflexibilität. Wenn Sie laufen, sich bewegen, dehnen, dann kommen Sie ja noch ein bisschen weiter mit der Muskulatur. Das heißt, Sie haben ein bisschen Reserve da. Jetzt fangen Sie an zu verlängern und verlängern täglich sozusagen ein kleines bisschen am Knochen, bis Sie schlussendlich gleich auf sind mit dem muskulären System und dann fangen Sie an, darüber hinaus zu verlängern. Jeden Tag ein kleines bisschen den Knochen. Und jetzt kommt es darauf an, dass Sie das muskuläre Gewebe, die muskulären Strukturen und sämtliche anderen Strukturen gleich auf mit verlängern. Weil, und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, was passiert, wenn man das nicht macht? Dann verlängert man grundsätzlich nur den Knochen und vernachlässigt die Weichteilstrukturen. Und dann haben Sie folgende Situation. Sie müssen sich vorstellen, ich mache das Ganze jetzt nur mal so ein bisschen schematisch. Das hier ist unser Hüftgelenk, das ist unser Kniegelenk, das ist unser Sprunggelenk. Und wir haben unsere Muskeln. Und diese Muskeln sind im Grunde genommen immer überbrückend über mehrere Gelenke. Das ist ja auch das Grundprinzip einer Muskulatur. Der Muskel ist ja dazu da, um Gelenke zu bewegen. Das heißt, Sie dürfen nicht dem Irrglauben verfallen, dass wir hier einen Knochen haben. Wir durchtrennen den Knochen hier, setzen da das Distraktionsdevice ein und der Muskel setzt auf der einen Seite vom Knochen an und auf der anderen Seite vom Knochen und mit der Distraktion wird automatisch der Muskel auch verlängert. Das ist ein Irrglauben. Der Muskel hat immer die Funktion, Gelenke zu bewegen und dadurch überspannt jeder Muskel auch mindestens ein Gelenk. In dem Falle zum Beispiel vorderer Oberschenkel überspannt die Muskulatur tatsächlich auch zwei Gelenke. Das heißt das Kniegelenk und das Hüftgelenk. Jetzt stellen wir mal die Situation dar, wo wir nur den Knochen verlängern und der Muskel aber gleich bleibt. Dann haben wir den verlängerten Knochen sozusagen. Hier haben wir das Hüftgelenk. Der Muskel bleibt gleich. Was macht das Hüftgelenk? Es kommt nach vorne. Ja, das Becken kippt sich nach vorne. So. Kompensatorisch geht man ins Hohlkreuz. Diese Situation ist immer dann, wenn man nur den Knochen verlängert, die muskuläre Verlängerung aber komplett vernachlässigt. Dann kommt man in eine funktionelle Fehlstellung rein. Was heißt es deshalb zu tun?
Man muss auch den Muskel verlängern, um gleich auf mit der knöchernen Verlängerung zu sein. Das heißt, der Muskel muss länger werden bis hier oben hin. Ja, im muskulären Bereich. So, dann hat man eine Chance, die gesamte Verlängerungsphase erfolgreich zu absolvieren, beziehungsweise auch ohne wesentliche funktionelle Einschränkungen durch die Verlängerungsphase durchzukommen. Das heißt, mit jedem minimalen Distraktionsmechanismus vom Knochen müssen Sie auch gleich auf in der Muskulatur Ihre Dehnungsübungen den ganzen Tag absolvieren. Das heißt, Sie klicken morgens, dann sind Sie knöchern ein bisschen mehr, Sie haben eine Spannung aufgebaut, Sie sind dort ein bisschen länger und diese minimale Spannung müssen Sie durch Dehnungsübungen im muskulären Bereich über den Tag auflösen. Ansonsten wird das Ganze nicht funktionieren und Sie entwickeln die klassischen Fehlstellungen. Das heißt, das Becken kommt nach vorne, im seitlichen Erscheinungsbild ist es auch wiederum ganz klassisch, wenn Sie haben hier sozusagen die Hüftgelenke, Kniegelenk, Sprunggelenk. Sie haben hier ein relativ straffes Band, was an der Seite rausgeht. Wenn Sie jetzt knöchern in diese Richtung verlängern, dann gehen die Beine hier auseinander. Wide Legs. Ja, ganz klassisch. Ist immer wieder das Gleiche. Das ist einfach nur diese funktionelle Fehlstellung, ist ein Resultat aus einer Diskrepanz zwischen der knöchernen Verlängerung und der muskulären Verlängerung. Ja, sobald man stoppt, das heißt, sobald die Verlängerung des Knochens aufhört, kann man das natürlich wieder nacharbeiten oder aufarbeiten. Nichtsdestotrotz, der bessere oder angenehmere Weg ist natürlich im Rahmen der Verlängerung darauf zu achten, dass man keine funktionellen Einschränkungen entwickelt und dementsprechend genauso viel muskulär verlängert, wie man es knöchern vorlegt. Vielen Dank dafür.